China und Ungarn haben eine umfassende strategische Partnerschaft vereinbart. Das ist das Ergebnis von Gesprächen zwischen dem chinesischen Präsidenten Xi und dem ungarischen Ministerpräsidenten Orbán in Budapest. Xi sprach von einer traditionellen Freundschaft zwischen beiden Ländern. Orbán kündigte an, dass Ungarn und China künftig im Bereich der Nuklearindustrie zusammenarbeiten werden. Der Regierungschef lobte die engen wirtschaftlichen Beziehungen. Ungarn war die letzte Station von Xis Europareise, die ihn zuvor nach Frankreich und Serbien geführt hatte.